Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen zurück und moin, moin, ich bin's wieder, eure Thimmeltek. Und ich habe euch Türchen Nummer 17 mitgebracht. Juhu, es ist Sonntag, der dritte Advent. Ich wünsche euch einen wunderschönen dritten Advent. Und wir schauen heute als allererstes mal bei der lieben Susan rein. Und gemeinsam sparen. Ja, sonst gucken wir da mal fast als letztes rein. Heute ist es mal mit als erstes. Da ist ein bisschen mehr drin. Oh, das sieht nach einem Spiel aus. Blick in die Zukunft. Spannend. Solche Sachen mag ich ja, ne? Ich mag das Papier auch sehr. Zwei Tracker, vor allem doppelt. Die werde ich mir wahrscheinlich wieder laminieren. Du gehst zu einer Seherin, um dir deine hoffentlich goldene Zukunft für das neue Jahr voraussagen zu lassen. Du willst wissen, ob du dich immer an deine Sparpläne halten und genügend Geld beiseite legen kannst, um dir deine Wünsche zu erfüllen. Doch die Seherin wurde überfallen und ihre Kristallkugel gestohlen. Hilf ihr bei der Suche und sie belohnt dich großzügig. Ja, das finde ich doch super. Ein schönes Spiel, Blick in die Zukunft. Da freue ich mich sehr drüber. Ja, dann kommen wir zum Kalender von Annabelle von Oma Bell Budget. Da haben wir heute wieder Dashboards drin, sehr herbstlich. Die werden dann wahrscheinlich auch im Herbst einziehen. Meine Güte, ist schon schwer. So. Wunderbar. Nee, nicht kaputt gehen. Dann gucken wir mal in Anne Stempel. Nummer 17. Noch habt ihr da kein Video zu gesehen? Ich komme nicht mehr hinterher. Oh, jetzt haben wir schon wieder falsch rum. Oh. Es sind Augenblicke, die zählen, nicht Dinge. Ich habe da schon was teilweise zu vorbereitet, aber noch nicht fertig. Und ich werde wahrscheinlich die letzten Stempel nicht mehr schaffen. Ich muss noch so viel an Weihnachtsgeschenken basteln, dass ich das leider nicht mehr alles schaffe. Leider, leider. So, die 17. Da haben wir sie. Schokolädchen. Ein Sterni. Eine Sternschnuppe. Ja, die wird auf jeden Fall gleich relativ fix wegschnabuliert. Und dann kommen wir auch hier zu 17. Da unten ist sie. Ein kleines Ei. Schokolädchen zur Seite. Harry Potter. Oh, hier oben, die 17 ist groß. Ein Hippogreif. Ein Hippogreif. Vielleicht ist es Seidenschnabel. Haben wir die 17 schon geöffnet? Bin ich verwirrt gewesen? Nee. Man kommt kaum ran, weil es weiter unten ist. Ist da noch was drin? Nein. Die Tasche hätte quasi kleiner sein können. Ein Brief. Ich muss ihn hier oben behalten, weil er Ariel und Hermes ständig ärgert. Mich übrigens auch, kann ich dir sagen. Ja, Pickwitchen. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn der auf Deutsch? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur Pickwitchen. Die kleine Eule von Ron. Genau. So, dann schauen wir, was mein Freund drin hatte. Der hatte wie immer sein tolles Knobelspiel, was er dieses Mal wirklich in Millisekunden gelöst hat. Ich habe aber nicht zugeschaut. Ja, gut. Und ich krieg's wieder nicht hin, ne? Ich bin halt ein kleiner Dulikopf. Ich habe halt auch wirklich nicht zugeschaut. Ja, gut. Alles klar. Das war dann doch einfacher als gedacht. Muss man nur drehen, dann kriegt man es hin. Ja. Und dann, was er in seinem Kneippkalender hatte: Repair and Protect Handcreme. Also mit Handcremes kann man das jetzt auf jeden Fall totschmeißen, weil zwei im Nivea, einer im Kneipp. Und er benutzt sie nicht. Also ich habe auf jeden Fall genug Handcreme, ich sag's euch. Ja, wenn wir schon von Nivea sprechen, können wir den auch als nächstes öffnen. Da oben ist die 17. Das ist immer gut. Eine kleine Creme. Ich habe die gerne dabei, wenn ich unterwegs bin. Ja. Eine Nivea-Creme. Die wird geschlossen sein. So ist es. Ja. Not so bad, not so bad.
Und dann das letzte für heute. Mama. Mamas Geschenk. Mamas Geschenk ist doch meistens das beste Geschenk. Guck mal, da sind zwei Sachen drin. Cool. Zum einen eine Intimwaschlotion. Kann man immer haben, ne? Zum anderen einen Stempel, einen Rubberstamp mit Giraffen. Wie, oder wie ich sehe, Giraffen feiere ich sehr. Das ist der Stempel. Und da freue ich mich tatsächlich sehr drüber. Von der Stempelbar. Ja. Finde ich sehr cool. Der musste einziehen. Da freue ich mich drüber. Juhu. So, was haben wir denn heute? Wir haben die Dashboards. Ich komme da runter von der lieben Annabelle. Dann das Spiel Blick in die Zukunft von Susan. Den Rubber Stamp. Noch einen Stempel von der lieben Anne. Da muss ich gleich noch was fertig machen, fällt mir ein. Der Monatsstempel ist nämlich da. Dann ein Brief von, oder ein Zitat von Ron Weasley. Die Intimwaschlotion. Die Handcreme. Noch mehr Creme. Ein kleines Spiel. Und ich schmeiße schon durch die Gegend. Schokolädchen. Ja, so sieht es heute aus. Das ist doch wundervoll. Ich freue mich wie immer sehr darüber. Hört sich mal gar nicht so an, ne? Aber ich freue mich ja wirklich sehr darüber. Ich glaube, das Beste für mich heute ist das. Aber auch das. Was ist für euch das Beste? Was findet ihr am tollsten? Könnt ihr mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen dritten Advent. Heute kriegt ihr das Video auch pünktlich, denn mein Computer funktioniert wieder. Das Schnittprogramm installiert sich gerade und dann schauen wir mal, ne? Ich wünsche euch, wie gesagt, einen wunderschönen Tag. Bis morgen, eure Fimmeltek. Bye, bye.